was können wir von denen lernen? Von denen können wir überhaupt nichts lernen. Ich halte nichts von neuen Institutionen in Europa, denn die haben in Wirklichkeit jetzt schon nicht funktioniert. Was wir brauchen, in der Aufsicht schon. Einmal eine wirkliche, europaweit eingeführte Spekulationssteuer, damit sozusagen die Geschwindigkeit des Geldes gebremst wird. Wenn du eine Tobin-Steuer oder Spartsteuer, wie immer sie auch im Deutschen Bundestag, in Belgien, in Frankreich bereits entwickelt worden ist, einführst, dann haben wir mindestens 20 bis 25 Milliarden Euro, die wir für die Bevölkerung haben. Und gleichzeitig aber tun wir was Gutes, um diese Spekulation einzubremsen. Punkt 2. Ich glaube, dass wir in unsere nationalstaatlichen Institutionen vertrauen sollten. Natürlich haben die auch nicht funktioniert, die FMA und so weiter. Aber die hat auch bei der BAWAG nicht funktioniert. Und der große Glaube des Herrn Faymann an die staatlichen Pensionen, da sage ich nur ÖGB-Pensionen, die haben die Leute alles verloren. Null für die Mitarbeiter, die haben sie auf alles verzichten müssen. Also von wegen Bank Austria, BAWAG, alles. Also da ist der Staat nicht wirklich rühmlich vertreten gewesen. Das ist eine öffentliche Institution. Ja. Also ich glaube, ist ein privater Verein, der öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnimmt. Ja, also der ist Sozialpartner, der ist Kollektivvertragspartner, der spielt quasi Nebenregierung. Also so kann man sich da nicht verabschieden und hat alle seine Mitarbeiter letztlich die Pension weggestrichen. Aber zurück zum Thema. Ich glaube also daher, dass diese Institutionen hier, die wir haben, Finanzmarktaufsicht, Österreichische Nationalbank, wesentlich schärfer vorgehen sollten. Das heißt, dass Produkte, die gehandelt werden in den österreichischen Banken und Versicherungen, vorher einer dezidierten Bewilligung brauchen. Ich brauche also nicht eine Moody's-Agentur, die mir wieder ein neues Rating verkauft. Was wir brauchen, ist der Schutz vor ruinösen Produkten, denn in Wirklichkeit sind die Banken eine riesige Mafia, die die ganze Welt vergiftet haben mit diesen Produkten. Indem man von Amerika weg sozusagen alles transportiert hat und heute will keiner verantwortlich sein. Ausgetragen wird es ja wieder auf dem kleinen Mann, weil der wird Arbeitsplätze verlieren, der wird also sein Einkommen verlieren. Die großen Herren sind sicherlich nicht gestraft. Ja? Punkt, das ist der Punkt. Und deshalb habe ich auch gesagt, alle sind dabei. Also wenn ich mir anschaue, die Deutsche Bank und die Landesbanken in Deutschland, alle, Sonderzahl. In Österreich ist es die große Raiffeisenbank, die dabei ist. Also das ist schon einmal ein ziemlich großer Bereich. Dann ist es die Bank Austria. Ich ziehe nur eine kurze Bilanz. Und ich möchte nur eines noch sagen, auch zu diesen Volksabstimmungsgeschichten dann. Deshalb bin ich wirklich für nationalstaatliche Lösungen, denn das, was Sie vorhaben, ist in Wirklichkeit bereits die Anerkennung, dass es sowas wie einen Zentralstaat Europa gibt. Und das wollen wir nicht. Ich will mein Österreich haben. Ich will mein autonomes. Nein, wir können nicht. Wenn Sie die Staatlichkeit nach Brüssel befördern und es nur mehr eine Volksabstimmung und dem europäischen Volk gibt, ich will die Volksabstimmung des österreichischen Volkes. Jetzt ist der Herr Strache. Genau darum geht es. Es kann nicht immer von einem Kniefall umgekehrt dort gesprochen. Ich spreche immer von dem Kniefall vor der Europäischen Union, den man wahrnehmen muss. Herr van der Bell, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, auch wenn direkte Demokratie wehtun kann, weil nicht das gewünschte Ergebnis eines Finanzministers oder des Herrn van der Bellen herauskommen könnte. Aber wenn es darum geht, und Sie haben gesagt, wenn es um europäische Fragen geht, dann soll es eine europäische Abstimmung geben. Da gebe ich Ihnen ja recht, aber hier geht es um eine österreichische Frage, ob unsere österreichische Bundesverfassung aufgegeben werden soll und durch eine andere ersetzt werden soll. Und das ist eine nationale Frage, die bitte das österreichische Bundesvolk zu entscheiden hat und nicht ein Deutscher oder ein Franzose für uns Österreicher, sondern wir selbst haben zu entscheiden, ob wir diesen Schritt setzen wollen und damit auch in Richtung zentralstaatlicher europäischer Unionsentwicklung gehen, was wir nicht wollen. Wir wollen ein föderales Europa. Wir wollen ein bürgernahes Europa. Und Sie empfinden das als Gefahr für Europa, wenn man Bürger einbindet. Ich glaube, der umgekehrte Weg ist der Fall. Ich finde es gefährdend für eine europäische positive Entwicklung, dass man heute über alle europäischen Völker letztlich außer den ihren drüber gefahren ist von politischer Seite und sie nirgendwo in den Entscheidungsprozess eingebunden hat. Und genau da unterscheiden wir uns. Da gebe ich Ihnen recht. Der Herr Molterer, der Herr van der Bell. Der Herr Faymann, entschuldigen Sie. Warum? Ein Lapsus Linguae? Eigentlich nicht. Herr Faymann, bitte. Ja,
Das mit den Volksabstimmungen, glaube ich, kann man rasch abschließen. Wir sind für eine Volksabstimmung, weil wir der Meinung sind, einer der Gründe, warum die Leute ablehnend sind zur Europäischen Union, weil sie sehr genau sehen, dass es dort Fehlentwicklungen und Schwachstellen auch gibt. Und dass dieses ständig Gesundreden den Leuten auf die Nerven geht, weil sie wissen, die Europäische Union hat ihre Vorteile, hat Vorteile gebracht, aber hat liberalisierte Märkte gebracht, ohne Arbeitnehmerrechten, ohne sozialen Ausgleich, ohne Spekulationssteuer, ohne Ausgleich. Was sollte eine Volksabstimmung daran ändern? Nun, gibt es daher zwei Antworten. Erstens soll man den Leuten sagen, welche Vorteile hat Österreich in der Europäischen Union und welche Nachteile hat es? Man kann doch nicht, wenn man sich die Entwicklung vom Transit bis die Entwicklung zur Liberalisierung der Post anschaut und irgendwann die Postfilialen geschlossen werden, weil es gar keinen Ausgleich gibt, kann man doch nicht sagen, es ist dort alles in bester Ordnung. Also muss man mal die Wahrheit aussprechen, wie es wirklich ist, und muss mit der Gesundbeterei aufhören, sondern sagen, in der Europäischen Union gibt es die Anforderung, auch sozialer, ökologischer und bürgernäher zu werden. Im Rahmen des Bürgernäher wird es auch gewisse Elemente der direkten Demokratie in ganz Europa geben müssen. Das darf man aber nicht verwechseln mit der Abstimmung in Österreich, wo sehr wohl die Österreicherinnen und Österreicher meiner Meinung nach selber entscheiden müssen, ob sie mitmachen wollen bei einem neuen Vertrag, in einer Neuorganisation der Europäischen Union, wo, und deshalb haben wir ja gesagt, bei einem neuen Vertrag wollen wir das. Dann verhindern Sie es bitte nicht, wie Sie es getan haben. Nein, aber wir haben ja gestern auch diesen Antrag zugestimmt, dass es diese Volksabstimmung geben soll. Und diese Volksabstimmung, und das ist mir wichtig, die wollen die Leute. Ich bin auch davon überzeugt, dass es ihr Recht ist, die österreichischen Interessen selber zu bewerten, ob die im Falle eines neuen europäischen Vertrags erfüllt sind oder nicht. Daher soll es aus meiner Sicht diese Volksabstimmung geben und wir werden weiter um diese Volksabstimmung werben. Aber lassen Sie mir das sagen. Gestern hat die ÖVP einen Antrag gestellt, eine Volksabstimmung bei Studiengebühren. Wissen Sie, das ist ein bisschen zynisch. Man soll das Volk zwar fragen zu Studiengebühren, aber zur Europäischen Union soll man es nicht fragen. Herr Van der Bellen, ich weiß nicht, wie Ihnen das gefällt, aber ich finde, das sagt viel aus. Wie gefällt Ihnen das? Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich finde das ein bisschen absurd, diese Volksabstimmungsgeschichte im Rahmen mit den Studiengebühren. Ja. Ich meine, die Grünen sind im Parlament oft überstimmt worden, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals deswegen eine Volksabstimmung gefordert hätten. Also das finde ich auch inkonsistent. Ich finde, unser Dissens ist ja nicht so groß, wenn man genau hinschaut. Weil erstens, Herr Strache, wenn es sich um eine Gesamtänderung der österreichischen Bundesverfassung handelt, dann wird selbstverständlich eine Volksabstimmung hier in Österreich, eine nationale Volksabstimmung, durchgeführt. Das ist ja so leider verweigert. So deshalb müssen wir ja auch Klage beim Verfassungsgericht. Da sind wir einer Meinung. Wo wir nicht einer Meinung sind, ist, dass der sogenannte Lissabon-Vertrag, dieser Reformvertrag, der im Parlament ratifiziert worden ist, eine Gesamtänderung der österreichischen Verfassung darstellt. Sorry, dieser Meinung bin ich halt nicht und mit mir die Mehrheit der österreichischen Verfassungsjuristen. Aber ein Punkt, es amüsiert mich ja irgendwie, ja, wenn Sie Ihre Meinung vorher geändert hätten, Herr Faymann, und sich in der SPÖ vorher durchgesetzt hätten, ja, dann hätte mir das eh gern angeschaut. Dann hätte nämlich die SPÖ im Parlament nicht nur ratifizieren müssen, den Reformvertrag. Ich nehme an, das ist nach wie vor Ihre Meinung, dass das ein richtiger Schritt war, oder sonst können Sie es jetzt korrigieren. Und dann hätten wir eine Volksabstimmung gemacht und dann hätte die SPÖ rennen müssen, ja, genauso wie die ÖVP, um der Bevölkerung zu erklären, das ist ein guter Vertrag, bitte stimmt mit Ja. Das hätte ich mir ja gerne gegeben. Ich fand mich und die Grünen oft ziemlich allein in der Verteidigung, auch in Diskussionen mit zahllosen Leuten, in Österreich in der Verteidigung der Entscheidung für diesen Reformvertrag. ÖVP und SPÖ haben sich hier zurückgelehnt und gesagt, wir ratifizieren eh, mehr brauchen wir nicht tun. Und da finde ich den Frust der Bevölkerung schon verständlich. Letzte kurze Stellungnahme zu dem Thema, bevor wir es abschließen. Volksabstimmung über Studiengebühren, ja, über den EU-Verfassungsvertrag, nein. Schauen Sie, was ist denn die wirkliche Frage, Frau Thurnherr? Und das stelle ich jetzt schon einmal, das sollte doch außer Streit stehen. Ich halte es für in dieser Situation, Herr Haider, wirklich für fatal, wenn Sie hier die österreichischen Banken schlecht reden. Die österreichischen Banken und Versicherungen sind ein sehr stabilisierendes Element. Das brauchen wir jetzt. Die brauchen ja jetzt unsere Unterstützung. Das war gar nicht meine Frage. Aber Sie haben sich eingelassen. Das muss man ja sagen dürfen, was in den Zeitungen steht. Ich kann ja das als Verantwortlicher für dieses Land nicht stehen lassen. Zweiter Punkt. Aufsicht hat nicht funktioniert. Ich bin für eine europäische Volksabstimmung. Die europäische Volksabstimmung ist die richtige Antwort. Ich möchte das auch argumentieren, warum.
Stellen Sie sich vor, es gibt eine ganz wichtige Frage, die für Österreich von besonderer Bedeutung ist. Etwa im Transit oder in anderen Punkten.